Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um Gedanken rund um das Demonstrationsverbot, das von der Berliner Rot-Rot-Grün Regierung erlassen wurde. Es war eigentlich zu erwarten. Ich hatte ja schon nach der letzten Demo die Vermutung geäußert, dass sich die Altmedien und Altparteien irgendwas einfallen lassen. Sie haben natürlich probiert, die Zahlen herunterzuspielen, aber die Reaktion, dass die Polizei Bilder einfach hat verschwinden lassen, weil es ist ja nicht glaubhaft, dass der Polizeihubschrauber nur ein Bild von 13.30 Uhr aufgenommen hat oder von 14 Uhr und es sonst keine Bilder gibt, angeblich wegen Datenschutz. Die Berliner Regierung und die Polizei, sie wissen ganz genau, wie viele Demonstranten da waren und dass es sehr viele waren. Nach vielen Augenzeugenberichten sollen es 800.000 gewesen sein. Das vermittelte sehr glaubhaft der Busfahrer Thomas Kaden. Der Polizeiführer zu mir, der so meinen Konvoi anführte und sagte, Herr Garten, wir haben ein Problem. Also das heißt, Sie haben einen Ansprechpartner da gehabt von der Polizei? Ich habe einen Ansprechpartner, der meinen Konvoi leitet, der vor mir hergefahren ist und der für mich auch da verantwortlich ist, wenn es zu irgendwelchen Komplikationen oder Änderungen derartige Dinge kommt. Ja, jedenfalls, der kam zu mir und sagte, Herr Garten, wir haben ein Problem. Der Demonstrationszug ist mit der Spitze gleich wieder an der Stelle, wo er auf den Schwanz, auf das Ende trifft. Also es gibt dieses Loch für uns nicht, um da durchzufahren. Naja, aber das war doch eigentlich alles so geplant, dass das funktioniert. Und da kam von ihm das erste Mal die Ansage, ja, es sind wesentlich mehr Menschen als erwartet in diesem Demonstrationszug. Okay, sage ich, ein bisschen rangefragt, naja, sagte, wir schätzen mit ungefähr 800.000 Menschen in diesem Demonstrationszug. Der Anfang erreicht praktisch das Ende. Wir werden Stunden hier stehen, weil wir einfach nicht die Straße passieren können. Ich war überwältigt von dieser Menge an Menschen, mit der die Mengen, die ich kannte, 30.000, 50.000, nicht vergleichbar waren, nicht ansatzweise. Und dann habe ich mich umgedreht und sah dasselbe noch einmal auf der anderen Seite. Ich lege Zeugnis ab. Mit eigenen Augen habe ich die Menge von der Bühne überblickt. Das waren weit mehr als alles, was ich je gesehen hatte. Und wir bewegen uns im Bereich von mehreren hunderttausend in einer Größenordnung, die man mit dem Auge nicht mehr einschätzen kann und die sich mit nichts vergleichen lässt, was ich in meinem Leben an Massen gesehen habe. Herr Kaden, würden Sie auch Zeugnis darüber ablegen? Würden Sie auch vor Gericht, ich sage mal, wenn es irgendwann so weit kommen würde, so eine Aussage bestätigen, dass das von der offiziellen Seite der Polizei kam, 800.000? Das kann ich bestätigen. Das ist mir so gesagt worden. Es kamen dann sogar noch größere Zahlen, die von der Polizei gesagt werden sollten. Wurden, die ich aber nicht bestätigen kann, weil sie nicht direkt zu mir gesagt wurden. Direkt zu mir wurde gesagt, 800.000, schätzen wir. Aus diesem Grund war klar, die Rot-Rot-Grün-Regierung und die Altmedien wollten es vertuschen. Und dann ist natürlich selbstverständlich, sie wollen jetzt nicht noch eine Demonstration haben. Weil es ja klar, diesmal schaffen sie es noch, das vor den Leuten zu verstecken. Vor vielen Leuten haben sie es geschafft, es zu verstecken, weil viele Leute ja keine alternativen Medien konsumieren. Aber sie wissen auch, ein zweites Mal wird das nicht klappen, weil natürlich dann die Leute darauf achten, noch besser zu dokumentieren, wer alles da war. Dadurch, dass sie jetzt zu diesem Mittel gegriffen haben, die Demonstration zu verbieten, haben sie das Band zu eigentlich vielen im linken Milieu ursprünglich verankerten Leuten endgültig durchgeschnitten. Hier zeigen sie ihre wahre Fratze. Das bedeutet, dieses Demonstrationsverbot kann man schon mal als Punktsieg verbuchen. Dass sie sich gezwungen gefühlt haben, sowas zu machen. Dadurch haben sie Farbe bekannt. Jetzt kann es noch besser kommen, dass das Verwaltungsgericht oder das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil aufheben, diesen Beschluss aufheben. Das wäre dann eine Blamage für die Berliner Regierung. Hilfreich könnte dabei sein, dass Querdenken sehr professionell vorgeht, dass sie die Kooperation suchen mit der Polizei, dass sie Konzepte erarbeitet haben. All das erleichtert es dem Bundesverfassungsgericht oder dem Verwaltungsgericht, den Beschluss vom Berliner Senat zu kippen. Man muss sich jetzt die Frage stellen, was will man mit der Demonstration erreichen?
viele von den Leuten, die jetzt regierungstreu sind und sich den Maßnahmen ergeben, viele von denen sind vielleicht uninformiert, aber viele sind auch Mitläufer. Und die Mitläufer richten sich einfach danach, was die Masse macht. Sie interessieren sich nicht so für Gerechtigkeit. Wir interessieren uns für Gerechtigkeit. Sie interessieren sich auch nicht so für die Demokratie. Sie sind Opportunisten. Sie richten sich danach, was halt gerade en vogue ist, kann man sagen. Wer die Demokratie erhalten will, das sind wir. Wir sind das. Die anderen nicht unbedingt. Das heißt, es ist unser Interesse, die Demokratie zu erhalten. Klar, natürlich, die linksgrünen Leute behaupten das, aber das ist natürlich nicht so. Das ist Täuschung. Das heißt, wir sind die Einzigen, die hinter der Demokratie stehen, und die Mitläufer, die nehmen halt so, wie es kommt. Das heißt, wir wollen das durchsetzen. Und wie können wir das gegen diejenigen durchsetzen, die Demokratie nicht wollen? Wir müssen diese Leute schwach aussehen lassen. Wir müssen sie blamieren. Und schwach aussehen lassen tun wir sie auch dadurch, wenn Bilder an die Öffentlichkeit kommen mit vielen Leuten, die dagegen demonstrieren. Weil im Auge des Mitläufers ist das eine Niederlage, wenn sie Bilder sehen können, wo viele etwas anders wollen als diejenigen, die etwas forcieren und sie das nicht verstecken können. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Und außerdem ist es so, wenn die Mitläufer sehen, das sind viele Leute, die das nicht wollen, dann werden sie vielleicht etwas wach und beschäftigen sich mit der Sache näher. Und dann kommen sie vielleicht auch ins Grübeln, okay, langfristig mit diesen ganzen Masken und diesen ganzen Maßnahmen, geht das vielleicht nicht doch gegen meine Interessen? Will ich auf Dauer so leben? Und viele Uninformierte erreicht man natürlich damit sowieso. Leute, die bisher immer noch Mainstream-gläubig sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Diese Leute erschaffen eine Parallelwelt. Für uns ist es jetzt selbstverständlich, dass die Dinge sind, wie sie sind. Wir sind informiert, wir wissen jetzt Bescheid mit dem Treibhauseffekt. Wir wissen Bescheid über den Islam, wir wissen über viele Dinge Bescheid. Das mit Putin, mit Russland, mit Trump, wie die Lage ist. Aber denken wir mal 10 Jahre zurück. Also jedenfalls ich war in einigen Bereichen, wurde noch getäuscht. Ich habe auch noch an den Treibhauseffekt geglaubt. Ich habe geglaubt, dass Russland böse ist, dass der Putin ganz schlimmer ist. Ich habe das wirklich geglaubt, weil man darf das nicht unterschätzen. Die Altmedien errichten so eine Parallelwelt. Und in dieser Welt leben immer noch viele Leute. Und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Leuten, die kann man nur mit rationalen Argumenten überzeugen, indem man ihnen die Fakten darlegt, um die sie nicht herumkommen. Das heißt, wenn man jetzt hysterisch ist und schreit, ja, wir wollen keine Corona-Diktatur, dann sagen diese Leute einfach, ja, die spinnen. So erreicht man die nicht. Das heißt, wir müssen ruhig und gelassen bleiben, um diese Leute zu erreichen. Und Ruhe strahlt auch immer Stärke aus. Aufgedrehtheit strahlt keine Stärke aus. Das wichtigste Ziel ist, zu erreichen, dass wir Bilder im Umlauf bringen mit ganz vielen Demonstranten. Mit ganz, ganz vielen Demonstranten. Ein einfaches Bild, am besten der Stern rund um die Siegessäule, gefüllt mit Menschen. Man sollte jetzt aber auch in die Zukunft denken. Das heißt, man sollte die Polizei auf keinen Fall dazu bringen, die Demo früh aufzulösen. Man sollte alles tun, um zu verhindern, dass die Demo früh aufgelöst wird, damit man auch in Zukunft leichter demonstrieren kann. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Wir müssen die Leute systematisch, oder die Leute, natürlich nicht alle Leute werden von den Altmedien weggehen, viele wollen das ja auch so, aber wir müssen die Leute erreichen, die noch wirklich getäuscht sind und in einer Parallelrealität leben. Diese Leute müssen wir systematisch holen, da brauchen wir noch mehr Demos. Wir brauchen jetzt diese Demo, aber wir brauchen in Zukunft auch Demos. Und wenn jetzt auf dieser Demo alles geordnet abläuft, am besten auch mit Masken, dann fällt es der Regierung in Berlin ganz schwer, das zu vermitteln, dass die Demo aufgelöst wird. Meiner Meinung nach ist es eine gute Idee, wenn alle Leute mit Masken rumlaufen. Warum? Man muss natürlich jetzt die Maske nicht immer über der Nase haben. Und wenn man Atemprobleme hat, man kann ja vielleicht mit der Schere reinschneiden, dass man besser atmen kann. Aber wenn man jetzt Bilder erzeugt mit ganz vielen Menschen, die alle eine Maske tragen, das wird gespenstisch. Und vor allen Dingen zeigt es auch auf, wir demonstrieren dagegen, aber wir halten uns an die Regeln, wir halten uns an die Regeln der Gesellschaft, wir wollen das aber nicht.
Und wenn man dann ein Bild sieht mit Millionen Menschen mit einer Maske, ich glaube, dann wird einfach klar, ist das die Zukunft, die wir wollen? Wollen wir so leben, 1 Million, wollen wir jetzt jahrzehntelang immer mit so einer Maske leben? Weil es ist ja klar, dass eine Impfung wird nicht funktionieren. Das ist ja der Trick. Sollen wir uns jetzt an die Diktatur, an eine Quasi-Diktatur gewöhnen, wo das Infektionsschutzgesetz immer gilt? Das Infektionsschutzgesetz ist ja eigentlich für Notfälle da, für wirkliche Notfälle, für wirklich gefährliche Krankheiten mit einer hohen Sterblichkeit. Die WHO hat ja die Pandemie deshalb ausgerufen, weil zuvor eine Änderung vorgenommen wurde, was als Pandemie gilt. Früher galt dafür noch, dass eine sehr hohe Sterblichkeit da sein muss, die ja bei Covid-19 überhaupt nicht gegeben ist. Das wurde rausgestrichen, aus welchem Grund auch immer. Und dadurch, dass diese Pandemie ausgerufen wurde, hat das Infektionsschutzgesetz gegriffen. Und da muss man eben deutlich machen, das ist ein Missbrauch dieses Infektionsschutzgesetzes, das die Demokratie aushebelt. Und das geht eigentlich nicht besser, wenn Bilder im Umlauf sind mit ganz vielen Leuten mit einer Maske. Weil das zeigt eigentlich auf, das ist doch die Zukunft, die wir nicht wollen. Das kann doch keiner wollen. Wenn jetzt die Leute normal rumlaufen, dann wirkt alles irgendwie normal, wie eine normale Demo. Dann hat das einen viel weniger alarmierenden Charakter, als wenn man ganz viele Leute mit Masken sieht. Daran muss man denken. Und dadurch, wenn man wirklich ganz viele Bilder hat mit ganz vielen Masken und Rot-Rot-Grün will ja unbedingt keine Bilder haben mit ganz vielen Leuten, weil man will ja den Mitläufern das Gefühl geben, wir sind die ganz breite Mehrheit und das sind nur ein paar Außenseiter. Das heißt, sie wollen unbedingt verhindern, dass Bilder im Umlauf sind mit ganz vielen Menschen. Das bedeutet, dass sie die Demo möglichst schnell auflösen wollen. Und sie werden sie auch auflösen. Da kann man ganz sicher sein. Sie werden schon irgendeinen Grund finden, die Demo aufzulösen. Aber wenn jetzt Bilder im Umlauf sind mit Leuten, mit ganz vielen Leuten mit Maske, dann wird es schwer zu vertreten, die Demo aufzulösen. Und vor allen Dingen dann ist es auch viel leichter, in Zukunft zu begründen, dass man wieder demonstriert. Weil wenn wir dauernd demonstrieren, dann ist es genau der Weg zum Sieg. Weil man dann die Leute von den Altmedien systematisch wegbringt. Das ist ja, wer einmal von den Altmedien weg ist, der ist für immer weg. Und da muss man sich Stück für Stück vorarbeiten. Da muss man aber auch immer wieder demonstrieren können. Immer mal wieder. Natürlich jetzt, man kann nicht jede 2 Wochen nach Berlin fahren. Das ist auf Dauer nicht haltbar. Aber immer mal wieder ein großes Zeichen setzen mit vielen Demonstranten. Und wenn alle eine Maske aufhaben, wirkt es viel gespenstischer. Und eigentlich dann kann Rot-Rot-Grün, und da können die nichts machen. Die können das nicht auflösen, wenn alle mit Maske rumlaufen. Und wie gesagt, man kann ja vielleicht 2 Masken dabei haben, eine, wo man vernünftig atmen kann. Man muss ja vielleicht auch die Maske nicht immer über der Nase tragen. Aber wenn man einfach so eine Maske umhängen hat und am besten auch den Abstand einhält, dann können die ganzen Leute nichts sagen. Und klar, wenn man den Stern hat, das Doofe ist jetzt, ja, kann man sagen, wenn jetzt die Leute Abstand halten, dann kann man das nicht so gut dokumentieren, die Menschenmassen. Aber wenn man jetzt die Bühne am Stern aufbaut, da kann man schon, denke ich, gute Bilder einfangen mit vielen Leuten. Da können sich schon viele Leute drum versammeln, um den großen Stern. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.